Hallo, schön, dass ihr alle heute hier in der Johanneskirche seid und schön, wenn ihr heute wieder im Livestream eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt es euch zu Hause bequem gemacht, obwohl es hier in der Johanneskirche auch ganz kuschelig sein kann. Ein herzliches Willkommen an alle, die heute zum ersten Mal hier sind. Ihr dürft gerne nach dem Gottesdienst hinter euch zum Treffpunkt kommen und euer Welcome-Package abholen. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und konntet viel Energie auftanken für die nächste kalte Woche. Wir haben heute den Manu Bühler bei uns zu Gast, beziehungsweise was heißt zu Gast? Manu predigt ja die letzten Wochen schon jede Woche, weil wir haben eine Predigtreihe, eine neue, die heute zum ersten Mal da sind. Unsere Predigtreihe heißt Abraham, der Vater des Glaubens. Und heute haben wir schon Teil 3 der Predigtreihe. Thema Gott prüft dich. Und Manu, ich würde sagen, du darfst direkt mal hochkommen und wir starten mit unserer Talkbox. Hi. Hello. Also, erste Frage. Wie viele Tore hast du in deiner Profikarriere geschossen? Im Training mit dazu oder nur im Spiel? Nur im Spiel. Nicht viele leider, immer so 2 pro Saison oder 3 als Abwehrspieler. Hast du nicht aufgeschrieben, wie viele Tore du geschossen hast? Nee, das hat Transfermarkt für mich gemacht. Okay, kann man mal nachschauen. Ich recherchiere mal. Ob da noch was zu finden ist, ja. Wie fühlst du dich vor Prüfungen im Leben? Also zum Beispiel Abitur, Autoprüfung, Führerscheinprüfung. Genau das, ja. Also muss ehrlich sagen, angespannt, Druck. Und ja, immer meiner Abhängigkeit Gott gegenüber bewusst. Und hattest du schon mal Momente, in denen du das Gefühl hattest, Gott prüft dich? Ja, absolut. Also schon ein paar. Okay. Ah, du willst noch mehr hören, oder wie? Ja, zum Beispiel eine Situation. Nee, ich werde vielleicht auch nachher noch ein bisschen in der Predigt drauf eingehen. Deshalb habe ich mich jetzt kurz gehalten. Okay, perfekt. Okay, ihr dürft euch jetzt kurz über die Fragen unterhalten, also Tore in der Profikarriere vielleicht nicht, aber über die anderen 2 und dann kommst du nachher wieder.
gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Danke, dass wir dir jetzt im Lobpreis begegnen dürfen, dass wir deinen Namen preisen dürfen. Schenk uns doch einfach einen schönen Abend, eine schöne Gemeinschaft, dass wir auch von der Predigt wieder was mit in unseren Alltag nehmen dürfen und dass wir gesegnet in die neue Woche starten dürfen. Amen. Machen uns bereit.
Ja, wir starten in die dritte Predigt unserer Abraham-Serie und wir werden uns heute eine der bekanntesten, aber auch herausforderndsten Geschichten im Alten Testament anschauen. Und damit es ein gesegneter Abend für uns alle werden darf, möchte ich dich gerade noch mal einladen, mit mir gemeinsam zu beten. Vater, wir danken dir dafür, dass du deinen Geist gegeben hast, um uns Jesus Christus zu offenbaren und groß zu machen, dein Sohn, der in diese Welt gekommen ist, um uns zu retten. Und ich bete, dass das heute passieren darf, dass du uns die Herzen öffnest, damit wir hören und verstehen dürfen. Amen. Ja, wir haben bisher gesehen,
dass es den von Gott gegebenen Sohn braucht, weil ohne den Sohn kein Segen, ohne Sohn kein Erbe, ohne Sohn auch kein Land. All diese Dinge, die Gott Abraham versprochen hat, waren an den Sohn geknüpft. Das war die erste Predigt. Dann haben wir auch gesehen, dass Gott diesen versprochenen Sohn gegeben hat. Und dass wir, du und ich, Anteil daran bekommen dürfen, nicht aus Werken, sondern durch Glauben. Das war die zweite Predigt. Heute werden wir sehen, was mit diesem Sohn passieren muss, damit wir diesen Segen empfangen können. Abraham war mittlerweile 100 Jahre alt. Er hat seinen verheißenen Sohn, auf den er so lange gewartet hat, bekommen. Er hat den anderen Sohn Ismael und Hagar, die Magd, von der Ismael auf die Welt gekommen ist, in die Wüste geschickt, weil das Erbe, der Segen, nicht durch unser eigenes Tun, nicht durch unsere eigenen Werke empfangen werden kann, sondern von Gott nach Verheißung durch den Glauben geschenkt werden muss. Und was dann passiert ist, das möchte ich jetzt mal mit dir lesen. Ist ein bisschen Text, aber ich habe gedacht, bevor ich euch das erzähle, weil es hier auch ein bisschen ums Detail geht, lese ich das einfach mal vor aus 1. Mose 22, 1 bis 18. Und es geschah nach diesen Begebenheiten. Da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh in das Land Moricha und bringe ihn dort zum Brandopfer da auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel, und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Und er antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort ein Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort: Der Herr wird dafür sorgen, sodass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen oder deine Nachkommenschaft mächtig mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Das ist die Geschichte, um die es heute gehen soll. Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich vor ein paar Jahren mal auf einen Geburtstag eingeladen war. Und wie das bei mir manchmal der Fall ist, wenn ich mit jemandem ins Gespräch komme, kommt man recht schnell auch wegen meiner Arbeit und so weiter auf das Thema Glaube und Gott. Und ich habe mich dort mit einem jungen Mann unterhalten, der nicht gläubig war.
Und er kam irgendwann so an den Punkt, dass er gesagt hat, ja, er versteht nicht, wie man an so einen grausigen Gott glauben kann, der von einem Vater fordert, dass er seinen einzigen Sohn opfern soll. Das kann er nicht glauben. Das will er auch nicht glauben. Hat er recht? Was machen wir mit so einer Geschichte? Ich weiß nicht, wie du über diese Geschichte denkst, vielleicht genauso, dass du sagst, ja, auf jeden Fall ist das keine schöne Geschichte. Oftmals nicht die erste Geschichte, die wir jemandem vorlesen, wenn er uns fragt, wie unser Gott ist, dass wir 1. Mose 22 aufschlagen und sagen, schau mal hier. Aber trotzdem glaube ich, dass diese Geschichte eine sehr, sehr schöne Geschichte sein kann und das möchte ich dir heute zeigen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir nochmal die richtige Grundlage legen, nämlich uns an das erinnern, was Jesus darüber gesagt hat, wie wir das Alte Testament inklusive solcher Geschichten lesen und verstehen sollen. Dass Jesus gesagt hat, die ganze Schrift, sie zeugt von ihm. Das ganze Alte Testament ist dazu gegeben, um dich und um mich auf Jesus hinzuweisen. Das heißt, es geht um seine Person, es geht um sein Leben, es geht um seine Leiden, es geht um seine Auferstehung und es geht um das Evangelium, sein Erlösungswerk. Das Problem ist nur, dass wir das oft nicht sehen. Und deshalb kommen wir zu falschen Schlussfolgerungen, wie dieser Freund oder Bekannte auf dem Geburtstag, dass sie sagen, grausiger Gott, da will ich nichts von wissen, das geht mir nicht rein. Und wir verpassen dabei, auf welche wunderbare Art und Weise Gott eigentlich in dieser Geschichte sein Wesen offenbaren möchte, seine Liebe zu dir und seine Vertrauenswürdigkeit. Ich habe den Text heute in drei Punkte aufgeteilt. Das erste, was wir uns anschauen möchten, nämlich die Frage, was wir über Gott in dieser Geschichte lernen können. Und dazu werden wir uns die Prüfung Abrahams anschauen. Das zweite ist, wir wollen schauen, was wir von Abraham selber lernen können. Dazu werden wir uns seinen Glauben anschauen. Und das dritte ist, wir wollen den tieferen Sinn, die tiefere Bedeutung dieser Geschichte erkennen, nämlich das Vorbild, den Vorschatten, den diese Geschichte auf Jesus hingibt. Anschauen, was mit dem Sohn passieren muss, von dem wir es die letzten Male auch schon hatten, von diesem verheißenen Sohn, damit wir durch ihn gesegnet werden können. Der erste Punkt, die Prüfungen Gottes. Wir haben gelesen, gleich in Vers 1, und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham. Ich möchte dir die Frage stellen, glaubst du, dass Gott ein Gott ist, der die Herzen der Menschen prüft, der dein Herz prüft? Das lesen wir in der Bibel immer wieder, beispielsweise in Sprüche 17, Vers 3, das habe ich heute nicht dabei, aber ich möchte sie mal vorlesen, da heißt es, der Schmelztiegel prüft das Silber und der Ofen das Gold, der Herr aber prüft die Herzen. Oder im Neuen Testament, 1. Thessalonicher 2, 4, so reden wir auch nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Gott ist ein Prüfer der Herzen. Die Frage ist nur, warum? Was möchte Gott mit den Prüfungen in unserem Leben bezwecken? Und dazu habe ich mich ein bisschen auf die Suche gemacht, auch im Alten Testament. Und ich bin auf eine Stelle gestoßen, und zwar bei Mose, im 5. Buch Mose. Die Situation war folgende, Mose hat das Volk durch die Wüste hindurchgeführt, die haben viele Prüfungen und Herausforderungen erlebt. Und am Ende von dem Ganzen sagt Gott, so jetzt erinnert euch nochmal dran, dass Gott immer treu war, dass ihr jetzt, wenn es euch besser geht, ihn nicht vergesst und erinnert euch dran, warum er euch geprüft hat. Dort steht in 5. Mose 8, Vers 2. Er hat sie reingeführt in herausfordernde Umstände, um dich zu demütigen, demütig zu machen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist. Ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Warum prüft Gott? Zum einen, damit ans Licht kommt, was in unserem Herzen ist. Weil in Prüfungen wir oftmals mit unserem wahren Charakter konfrontiert werden. Manchmal auch mit Tiefen in uns selber, denen wir nie begegnen würden, wenn es uns gut geht. Ich habe das in meinem Leben oft erlebt. Vielleicht kennst du das auch, wenn du irgendwann mal in Schwierigkeiten reinkommst, ja, wo es wirklich Schlag auf Schlag geht, wo du existenziell oder emotional so drinsteckst, dass du auf einmal denkst, du kennst dich selber nicht mehr. Mit Dingen konfrontiert wirst in deinem Herzen, die dich manchmal über dich selber erschrecken lassen.
Und die Frage ist in diesen Prüfungen, ob wir an ihm festhalten, ob wir ihm vertrauen. Im gleichen Kapitel in 5. Mose 8, da geht es dann weiter in Vers 16, dass es heißt, dass Gott noch hinzufügt, dass er uns prüft, damit er dir am Ende Gutes tue. Und weißt du, das ist der große Trost bei alledem. Bei allen Herausforderungen und Prüfungen, in die Gott dich hineinführt, er tut es, um dir am Ende Gutes zu tun. Er macht es nicht, um dir einen reinzudrücken. Er macht es nicht, weil er es nicht gut mit dir meint. Das sind nämlich die Fragen, die dann aufkommen, ja, wenn es nicht so läuft, wie wir es uns erhoffen. Wenn wir warten müssen, wenn wir in Prüfungen stecken. Ich möchte dir zeigen, was ein bekannter Theologe aus Irland, Henry McIntosh, was er dazu gesagt hat. Ich habe es euch mitgebracht. Über diese Prüfung, den erhabensten Charakter trägt die Prüfung, die unmittelbar von Gott kommt. Wenn er sein geliebtes Kind in den Schmelzofen bringt, um die Echtheit seines Glaubens zu prüfen. Gott will Wirklichkeit. Gott sagt, gib mir meinen Sohn oder meine Tochter, gib mir dein Herz. Er sagt nicht, gib mir deinen Kopf, deinen Verstand, deine Talente, deine Zunge, dein Geld, sondern dein Herz. Und um die Aufrichtigkeit unserer Antwort auf dieses gnädige Gebot zu prüfen, legt er seine Hand auf etwas, was unserem Herzen am nächsten liegt. Persönlich kommen mir in meinem Leben da viele Dinge in den Kopf. Als ich in Wartezeiten gesteckt bin, in der Luft gehangen bin, nicht weiter wusste, als mir schwere Umstände begegnet sind, im Job, in Beziehungen, wo die Wege anders laufen, als du dir das erhoffst. Und wo Gott dir die Frage stellt, bist du bereit loszulassen? Bist du bereit, ihm die Sachen hinzugeben? Ich weiß noch, wie lange ich damit gerungen habe, in meinem speziellen Fall, mit der Frage, Manuel, bist du bereit, deine Fußballkarriere hinzugeben, um das zu tun, wozu ich, dein Gott, dich berufen habe? Das hat lange gedauert. Das war eine große Prüfung in meinem Leben. McIntosh führt fort, die sichtbaren Dinge auf einem anderen Weg aufgeben zu wollen, als durch die Kraft des Glaubens, der die unsichtbaren Dinge ergreift, ist die fruchtloseste Arbeit, die man sich vorstellen kann. Es ist einfach unmöglich. Die Seele wird ihren Isaak so lange festhalten, bis sie alles in Gott gefunden hat. Ohne die Kraft des Glaubens, der die unsichtbaren Dinge sieht, die Gott dir verspricht und die ihn selber ausmachen, wirst du dich so lange an deinen Isaaks festhalten und festklammern, bis du alles in Gott gefunden hast. Gott geht es um unser Herz. Er möchte unsere Hingabe. Ihm geht es darum, dass wir in ihm alles finden, damit er uns am Ende Gutes tut. Und das wird oftmals in den Situationen deutlich oder an den Dingen, die uns besonders wichtig sind. Petrus hat dazu gesagt in seinem Brief, dass wir uns in alledem freuen sollen. Da denkt man vielleicht, Prüfungen, man checkt nicht so richtig, was gerade abgeht, was man tun soll, es ist alles irgendwie ein bisschen undurchsichtig. Und Petrus schreibt, wir sollen uns freuen in den Prüfungen, selbst wenn wir nicht verstehen, wozu es gut ist und wenn wir viel erdulden müssen. Warum? Weil die Bewährung deines Glaubens, der kostbarer ist als Gold. Damit Gold schön glänzend wird, was passiert damit? Es wird manchmal im Feuer geläutert. Dein Glaube ist Gott viel kostbarer. Und wenn du in den Prüfungen bewahrt bleibst, wenn du an ihm festhältst, wenn du dadurch gestärkt hervorgehst, was diese Prüfungen bezwecken sollen, dann wird es dir eines Tages Lob, Ehre und Herrlichkeit bringen an dem Tag, wo Jesus wiederkommt. Was ist mit den Menschen, die irgendwie Schwierigkeiten erfahren, die in Leid reinrutschen? Wo die Leute vielleicht von außen sagen, wo ist denn jetzt dein Gott? Das ist doch alles Quatsch. Und eines Tages, wenn Jesus wiederkommt, was wird das an Lob und an Herrlichkeit und an Ehre für diese Person sein? Was für eine Ehre ist es Jesus gegenüber in diesen Zeiten, auch wenn es nicht sichtbar ist, an ihm festzuhalten und ihm zu vertrauen? Gott will Wirklichkeit, Leute. Und die Wirklichkeit in Abrahams Herzen,
die wird hier in dieser Geschichte so wunderbar deutlich, oder nicht? Der Sohn der Verheißung, auf den er 25 Jahre lang gewartet hat. Ja, der Gegenstand der Liebe des Vaters, derjenige, durch den alle Geschlechter, alle Völker der Erde gesegnet werden sollen, den soll er jetzt hingeben, als Brandopfer. Und Abraham, was macht er jetzt? Wir lesen in Vers 3, da stand Abraham am Morgen früh auf und er sattelte seinen Esel, er ging los. Keine Diskussion, keine Widerrede. Und hier sehen wir was in Bezug auf den Glauben Abrahams, nämlich der Glaube von Abraham, der blieb nicht stehen, um die Umstände irgendwie anzusehen oder die Folgen zu berechnen, sondern er ging im Vertrauen los. Und das bringt mich zum zweiten Punkt, nämlich der Glaube Abrahams. In Vers 5, da haben wir gelesen, da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten und dann wollen wir wieder zu euch zurückkommen. Ich weiß nicht, ob das dir schon mal aufgefallen ist in dem Text. Die große Frage ist, warum reagiert Abraham so? Was hat er gewusst? Was hat Abraham geglaubt? Ich möchte es dir zeigen, weil der Hebräerbrief uns das zeigt und uns eine wunderschöne Auslegung gibt, was diesen Glauben ausmacht. Ich habe es mitgebracht, Hebräer 11, 17 bis 19, durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißung empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same oder ein Nachkomme berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wiedererhielt. Siehst du, wo Abraham mittlerweile angekommen ist? Wir haben ja jetzt schon eine kleine Reise hinter uns. Wir haben gesehen, dass Abraham nicht als Glaubensvater vom Himmel gefallen ist. Wir haben gesehen, dass Abraham versucht hat, selber Dinge zu lösen, selber nachzuhelfen, damit die Versprechen Gottes irgendwie passieren, sich selber irgendwie durch Notlügen oder sonstige Dinge zu schützen. Siehst du, wo Abraham nach all den Höhen und Tiefen, wo er hingekommen ist, was er tief in seinem Herzen geglaubt hat? Abraham hat an einen Gott geglaubt, der imstande ist, Tote aufzuerwecken. Und an einen Gott, von dem er wusste, dass wenn dieser Gott ihm etwas verspricht, was hat Gott ihm versprochen? In Isaak soll dir eine Nachkommenschaft gegeben werden. Dann wird es auch passieren. Selbst wenn das bedeutet, dass er ihn von den Toten wieder auferwecken wird. Und so heißt es in Hebräer, bekam er ihn als Gleichnis wieder zurück. Das heißt, Abraham war befähigt, das zu tun, weil er auf den Gott der Auferstehung geblickt hat. Georg Müller, ein Mann, den ich sehr schätze, der auch als ein großes Glaubensvorbild bekannt ist, der hat mal gesagt, wenn du an der Macht Gottes zweifelst, dann schau auf die Auferstehung. Wenn du an der Liebe Gottes zweifelst, dann schau ans Kreuz. Beides finden wir hier in dieser Geschichte. Abraham wusste mittlerweile, wer Gott war. Und er hat in diesem Gott alles gefunden. Deshalb war er bereit, seinen Isaak loszugeben. Und als das deutlich geworden ist, hat Gott in seiner Gnade eingegriffen und ihm diesen tiefen Schmerz erspart, den er sich selbst nicht erspart hat, indem er seinen eigenen Sohn hingegeben hat. Als es klar geworden ist, dass er ihm bedingungslos vertraut, hat er in seiner Gnade ihm das erspart, was Gott selber sich nicht erspart hat. Das ist der Punkt. Nummer 3, der Vorausblick auf Jesus. Die Frage, was lernen wir über den verheißenen Sohn? Was muss mit dem verheißenen Sohn passieren, damit wir Segen empfangen können? Dieses Bild möchte ich im dritten Punkt mit dir anschauen. Wir haben gelesen, ich habe ein paar Punkte hier mal auf der Leinwand mitgebracht. Abraham sollte seinen einzigen geliebten Sohn auf einem Berg, den Gott ihm zeigen wird, im Land Moricha opfern. Erste Frage, die wir klären müssen, wo ist das Land Moricha? Weiß es jemand? Man sagt, es ist das Umland um Jerusalem.
Gott sagt, nimm deinen einzigen, deinen geliebten Sohn und opfere ihn auf einem Berg im Umland um Jerusalem, den ich dir zeigen werde. Abraham geht los. Sie erreichen diesen Berg und dann sehen wir in Vers 6, dass Isaak das Holz, auf dem er geopfert werden sollte, selber auf diesen Berg hochgetragen hat. Und irgendwann, logischerweise, er hat es ja schon öfters gemacht, stellt er die Frage, Vater, Moment mal, wo ist denn das Lamm eigentlich? Es braucht doch ein Lamm, wenn wir ein Opfer darbringen. Und was antwortet Abraham in Vers 8? Er sagt, Gott wird für ein Lamm sorgen. Gott wird für ein Opfer sorgen. Aber Abraham ist überzeugt, es durchzuziehen mit Isaak. Er fesselt ihn, er ist gerade dabei, ihn als Opfer darzubringen, als Gott eingreift und sagt, Abraham, Moment, ich sehe jetzt, dass du mir vertraust, dass du mich fürchtest, hier ist ein Widder. Und wir sehen, dass ein Widder stellvertretend für Isaak stirbt und Gott wirklich ein Opfer bereitet hat. So die große Frage, okay, nach all dem, das jetzt passiert ist, so, was sagt Abraham jetzt über diesen Berg? Wie nennt er ihn? Da lesen wir in Vers 14, Abraham nannte den Berg oder den Ort, der Herr wird dafür sorgen, dass man heute noch sagt, das ist der Berg, auf dem der Herr dafür sorgen wird. In was für einer Zeitform? Er hätte doch auch sagen können, oh Gott sei Dank, nochmal Glück gehabt hier. Nimm mein Isaak wieder mit heim, das ist der Berg, wo der Herr im letzten Moment noch dafür gesorgt wird, hat er nicht gemacht. Er spricht, das ist der Berg, auf dem der Herr Zukunft dafür sorgen wird. Halten wir fest, wir sehen also einen Vater, der hingeht, um seinen einzigen geliebten Sohn auf einem Berg in der Gegend um Jerusalem zu opfern. Und wir sehen, dass dieser Sohn das Holz, auf dem er geopfert werden sollte, selber auf diesen Berg hochträgt, um ohne Widerrede das über sich geschehen zu lassen. Die Frage ist, kennst du so einen Vater? Kennst du einen Vater, der aus Liebe zu dir und zu mir wirklich seinen einzigen geliebten Sohn auf einem Berg in der Gegend um Jerusalem hingegeben hat? Wo nicht im letzten Moment eine Stimme vom Himmel gekommen ist und das Ganze aufgelöst hat, sondern der wirklich für dich hingegeben worden ist, stellvertretend, der nicht nur als Gleichnis, sondern der leibhaftig vom Tod wieder auferstanden ist, damit du und ich das Leben haben können. Macht es jetzt Sinn, warum Jesus zu den Pharisäern gesagt hat, Leute, ihr forscht in der Schrift im Alten Testament, ihr denkt, dass sie euch das ewige Leben gibt, aber dabei sie es, die von mir Zeugnis gibt und trotzdem wollt ihr nicht zu mir kommen, damit ich euch das Leben gebe. Macht es Sinn, warum Jesus in Johannes 8, Vers 56 bis 59, ich habe es mitgebracht, zu den Pharisäern ebenfalls sagt, Abraham, euer Vater, freute sich auf mein Kommen. Er sah es voraus und war froh. Die Leute erwiderten, du bist nicht einmal 50 Jahre alt, wie kannst du behaupten, du hättest Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Wisst ihr eigentlich, wer hier vor euch steht? Abraham sah meinen Tag und er freute sich. Wo hat wohl Abraham den Tag Jesu gesehen? Wo hat Gott wohl Abraham offenbart, was er in ferner Zukunft tun wird, wo er dafür sorgen wird, damit du und ich gesegnet werden können? Wir lernen hier was ganz Entscheidendes, nämlich, dass der verheißene Sohn, dass er leiden muss und dass er auferstehen muss, damit wir Anteil bekommen können an dem Segen, an dem Erbe und an der Nachkommenschaft, die Gott für uns bereithält. Das ist die Antwort. Aber damit nur nicht genug. Welches Versprechen bekommt Abraham, nachdem er das alles getan hat? Gott gibt ihm nämlich nochmal ein ganz spezielles Versprechen, nicht nur, dass seine Nachkommenschaft groß werden wird, nämlich viele Nachkommen wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Meer, die wie er durch Glauben gerechtfertigt werden. Er gibt ihm noch ein ganz spezifisches
oder eine ganz spezifische Verheißung mit und die steht in Vers 18. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Was fällt hier auf? Ist es mit dem Samen Singular oder Plural? In deinem Samen oder in deinem Nachkommen. Es ist Einzahl. Das heißt, der Segen für alle Völker, der kommt von einem Nachkommen. In Galater 3, Vers 16, da greift Paulus das auf. Und er sagt zu den Gemeinden in Galatien, nun ist die Verheißung Abraham zugesagt und seinen Nachkommen. Es heißt nicht und den Nachkommen, als gelte es vielen, sondern es gilt einem und deinem Nachkommen, welcher ist Christus. Abraham durfte damals sehen auf diesem Berg, was Gott eines Tages tun wird. Gott hat ihm deutlich gemacht, Abraham, nee, nicht du bist derjenige, der seinen einzigen geliebten Sohn opfern wird, sondern ich bin es. 1800 Jahre später hat Gott dieses Versprechen erfüllt. Und das ist die gute Nachricht für uns, dass wir durch Glauben, weil Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er diesen einzigen Sohn gab, Anteil bekommen dürfen an diesem Leben. Nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben bekommen. In Römer 8, 31 und 32, da sagt Paulus genau dazu, was wollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles geben? Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Er wird uns alles schenken. Und er wird auch dir geben, was du brauchst, auch wenn du durch manche Prüfungen und durch manche Herausforderungen in deinem Leben durchgehen musst, um deinen Glauben zu stärken, um dir zu zeigen, was in deinem Herzen ist, vertrau auf ihn. Weißt du warum? Weil Gott es wert ist. Gott ist es wert. Ich habe mir so gedacht, wie herrlich ist die Ehre, die Abraham seinem liebenden Vater im Himmel bereitet, dadurch, dass er den lange ersehnten Sohn losgelassen hat. Bereit war, ihn hinzugeben. Gott ist es wert. Und weißt du warum? Weil auch er uns keinen gewöhnlichen Beweis seiner Liebe gegeben hat. Weil er seinen eingeborenen Sohn, das Kostbarste, was er hatte, hingegeben hat für uns. Und die Frage ist, ob das nicht in uns aus Dankbarkeit und Liebe diesem Gott gegenüber, dass es in uns bewirken sollte, dass wir nicht auch bemüht darum sind oder bereit dazu sind, unserem Gott große Beweise unserer Liebe darzubringen. Das wäre doch der logische Schritt, vielleicht auch ganz speziell, wo du in deinem Leben Enttäuschung erfahren hast, wo du unerfüllte Wünsche hast, wo manche Herausforderungen dir begegnet sind, Schmerzen, Dinge, die anders gelaufen sind, als du es dir gewünscht hast, dass du es im Vertrauen abgibst, dass du es loslässt. Dass du es Gott auf den Altar legst und sagst, hier ist es. Und im Glauben voranschreitest, um nicht an diesem Punkt stehen zu bleiben. Und dann wie Abraham erleben darfst, dass Gott ein lebendiger Gott ist, der die Macht hat, Todes lebendig zu machen. Der dich kennt, der dich sieht, wir haben es gerade so wunderbar gesungen, der weiß, wie es um dich steht. Und der dich in dasselbe Bild verwandeln möchte wie sein Sohn. Und ich habe diese Geschichte das erste Mal vor ein paar Jahren auf diese Weise gehört. Und es hat mich so fasziniert, weil ich da gerade in der tiefen Zeit in meinem Leben drin war, wo ich nicht gewusst habe, wie soll es weitergehen, wo viele Dinge nicht klar waren für mich. Und nachdem ich das gehört habe, nachdem ich in der Geschichte, die ich mein ganzes Leben kannte, sehen durfte, das Vaterherz Gottes, das haben wir vorher gesungen, dass wir das sehen wollen, wir haben es gesehen, auf diesem Berg, in dieser Geschichte.
wo ich danach nur noch Gott anbeten konnte und gesagt habe, Herr, ich verstehe vieles nicht, warum ich da drin bin, warum ich da durch muss, keine Ahnung, was du vorhast, aber für das kann ich dich nur anbeten, du bist es wert. Amen. Ich bete mit uns. Jesus, wir danken dir dafür, dass du es wert bist. Wir danken dir dafür, dass du uns liebst. Wir danken dir dafür, dass du schon ehe Abraham warst, bist, dass du Gott bist, dass du von Anfang an diesen wunderbaren Plan hattest, in diese Welt zu kommen, um uns Anteil zu geben an dem Segen, den du Abraham versprochen hast. Dass wir durch Glauben das empfangen dürfen und dass wir in dieser Geschichte sehen dürfen, wie du 1800 Jahre vorher, bevor du das durchgeführt hast in dieser Welt, das schon vorgeschattet hast. Wir sind ganz am Anfang der Bibel und wir dürfen sehen, wie du ein Gott bist, der spricht und es geschieht. Wie du ein Gott bist, der zu dem steht, was er zugesagt hat. Und der es auch ausführen kann, weil er die Macht hat über Leben und über Tod. Danke, dass das auch für unser Leben zählt. Und dass du auch uns heute Abend wieder ganz neu, Herr, in deine Arme ziehen möchtest. Dass wir deine Liebe erkennen und sagen, wenn du uns Christus gegeben hast, das Kostbarste, wie wirst du uns mit ihm nicht auch alles andere geben, was wir brauchen? Bitte schenk du, dass wir das im Vertrauen annehmen können und dass wir dort, wo unser Herz an Dingen hängt, die wir loslassen müssen, dass wir es im Vertrauen abgeben dürfen und in all dem erfahren dürfen, dass du es gut machst. So wie du es bei Abraham gut gemacht hast, so wie du es bei so vielen anderen Menschen gut gemacht hast und wie du es auch bei uns gut machen wirst. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, ich darf dir noch den Segen zusprechen und jeder, der kann, der darf gerne dazu aufstehen. Und dann schließen wir gleich nach dem Segen noch mit dem Vater unser gemeinsam ab. Ich segne dich im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Möge die Gnade und der Friede Jesu Christi mit dir sein. Möge er dir festes Vertrauen schenken. In jeder Situation, in der du dich auch befindest. Und möge der Gott, der lebendige Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs mit dir sein. Wir beten mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel. So, vielen Dank, Manu, für deine Predigt und deine Worte. Der nächste Heimwärtstermin steht schon an, nächste Woche, Sonntag, 22.01. Da werden wir einen Lobpreisabend haben, also kommt alle vorbei, das wird richtig schön.
Das Opfer vom letzten Heimwärts waren 375,51 €. Vielen Dank für alles, was ihr gebt. Und das Opferprojekt von dieser Woche ist, wie die letzte Woche auch, Fußball mit Vision. 50% an Heimwärts, 50% an Fußball mit Vision. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Wer hat noch nichts am 4.2. vor? Ihr habt alle schon was am 4.2. vor. Wie lange plant ihr raus? Okay, wer noch nichts vorhat, ich habe ein mega Angebot. Du und ich, wir gehen zusammen Skifahren. Ein bisschen mehr Stimme, hallo, das ist ein super Angebot. Wir haben nämlich eine Skiausfahrt am 4.2. Wir fahren zusammen nach Damüls und ich werde auch dabei sein. Und schlechter als ich könnt ihr eh nicht Skifahren. Deswegen kommt gerne mit. Wir werden zusammen im Reisebus hinfahren, wir werden ganz viel Spaß haben und einen schönen Tag miteinander verbringen. Ihr müsst euch nur bei der E-Mail, die da steht, anmelden und am besten noch euer Jahrgang reinschreiben, weil wenn ihr unter irgendeinem Alter seid, kriegt ihr den Skipass günstiger. Genau. Und bevor wir jetzt noch mit dem Lied den Abend schließen, habe ich noch eine kleine Ankündigung, nämlich Bistro hat heute wieder gezaubert. Es gibt Flammkuchen-Toasts. Haut rein und habt tolle Gespräche heute Abend. Einen gesegneten Start in die Woche. Ciao mit AU. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all we see, how great is our God. The splendor of the King, of the majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice.
Wir wünschen euch noch einen schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche. Ich schlag dich auf. Was genau, was ich will, was ich erwarte. Hör zu, ob diese Zeichen mir was sagen, mir die Antwort auf die Fragen nicht versagen. Skeptik macht sich breit. Können bloße Zeiten mir den Weg zur Weisheit überhaupt zeigen? Mach dich auf, Fenster raus. Viele sind auf deine Fragen aus. Sag den anderen Bescheid, ihr seid herzlich willkommen. Yo, komm doch einfach rein, hier ist Wissen bereit, das den Durchblick verleiht. Lass uns gemeinsam Gott die Ehre geben, denn das Kreuz wird dir als wahres Wunder begegnen. Es ist, weil Jesus mich schon geliebt hat, als ich mein Leben noch in Sünde gelebt hab. Ich glaub an Jesus, ich danke dir, Herr, weil ich weiß, wie Hoffnung verändert. Babybuch ist hier das Zauberwort. Jeden Menschen so vertraut, der beste Bestseller, den ein Laden je verkauft. Schau rein, lies dich ein, denn ich sag dir, es will dein Zuhause sein. Heimwärts geht's, würde ich sagen, denn für Jesus Christus kannst du einen Schritt durch unsere Türen wagen. In der Church Hashtag, du bist willkommen heimwärts. Und voreingenommen öffnet dir der Herr die Tür, denn weißt du was? Gott ist hier und aus Erfahrung muss ich dir gestehen, die Bibel ist ein Wunder Gottes, denn ich habe in schwarzen Buchstaben noch nie so schöne Farben gesehen. Es ist, weil